mich viermal gefragt. Er hat gesagt, ist da Milch drin? Nein. Ist da Ei drin? Nein. Dann sagt er, weil da ist Gluten drin. In Eiern. Und in Milch auch. Dann habe ich viermal gefragt, welche Milch ist benutzt? Soja. Und sind da, wenn du gefragt, sind da Eier drin? Da war ich genervt. Hello. Hello. Also wir sind ja gerade auf Mauritius und wir wollten ehrlich gesagt den ganzen Urlaub über filmen. 10 Tage lang sind wir hier. Aber das haben wir teilweise auch gemacht. Ja, wir haben viele Sachen, Eindrücke gefilmt, aber wir haben nicht so richtig gevloggt, muss man sagen. Also das Ganze ist ja eigentlich ein Pressetrip, also eine Kooperation. Und die ersten 5-6 Tage haben wir... Eine Woche eigentlich. Ja, eine Woche lang haben wir super viele Aktivitäten gehabt. Also wir haben jeden Tag irgendwelche Aktivitäten gemacht, die man halt in dem Hotel so buchen kann. Wir haben ganz viel über diese lokalen Produkte und so weiter hier erfahren und irgendwie sind wir gar nicht zum Vloggen gekommen. Weil wir so fertig waren, immer nur geschlafen haben, immer Zeit ja, hatten. Und wenn wir Zeit hatten auf dem Zimmer, mussten wir uns entweder ausruhen oder ich musste irgendwas für TikTok schneiden. Du hast TikTok geschnitten, ich habe geschlafen. Ja. Und ja, good news, jetzt sind wir in unserem letzten Hotel. Also wir waren übrigens in 3 Hotels insgesamt, dass wir so ein bisschen alles zeigen können. Also das ist eine Kette mit vielen verschiedenen Hotels. Und ich glaube, 8 Stück. Ja. Und wir waren auch so verschieden auf der Insel verteilt, irgendwie Norden, Süden, Westen. Und wir sind jetzt in unserem letzten Stopp quasi und wir haben jetzt Urlaub, Leute. Wir haben jetzt keine Aktivitäten mehr, wir müssen sozusagen nichts mehr filmen. Und wir können uns jetzt einfach mal entspannen. Deswegen können wir was für euch filmen. Genau, wir dachten uns, wir machen jetzt dafür einen ausführlichen Vlog für einen Tag hier auf Mauritius und zeigen euch ein bisschen das Hotel und was wir heute alles so machen wollen. Vielleicht können wir aber auch noch die ganzen Sachen zeigen, die wir so gefilmt haben. Und ja, wir reden da so ein bisschen drüber und machen so ein Sit-Down-Video. Ja, wir haben überlegt, ob wir noch ein extra Vielleicht. Video machen, wie wir so bewerten, wie es allgemein hier war, wie die Hotels waren, wie die vegane Situation so ist. Werdet ihr heute bestimmt auch noch einen Einblick bekommen. Frage, was machen wir denn heute? Genau, jetzt. Also wir haben jetzt, wie gesagt, keinen Plan mehr. Wir müssen nirgendwo mehr hin, aber wir dachten uns, wir gehen heute mal in einen Supermarkt auf Mauritius. Unsere Lieblingsaktivität, ausländische Supermärkte besuchen. Ich bin sehr gespannt, was es hier gibt, weil eigentlich genau. Ist die vegane, auch die Küche ist sehr inspiriert von verschiedenen Kulturen. Das ist eigentlich relativ vegan freundlich, würde ich sagen. Also man kann es einfach vegan machen, weil indische Einflüsse, kreolische Einflüsse und sowas, ist eigentlich alles ganz gut, so sehr viel Bohnen, Reis und sowas. Ich bin gespannt, was es im Supermarkt gibt. Also ich denke mal, es gibt jetzt nicht so viele, oder es gibt, ich weiß nicht, ob es vegane Ersatzprodukte gibt, aber... Allgemein, was es da so gibt, ist ja echt. Die Onion Meat haben wir ja schon bekommen zum Essen, das gibt's bestimmt. Ich bin auf den Preis gespannt, was das hier kostet. Weil wir sind ja wirklich relativ weit weg von jeglicher Zivilisation außerhalb der Insel. Wir sind ja, könnt ihr mal auf der Karte gucken und wir blenden das ein. Das ist ein ganz kleiner Punkt auf der Weltkarte. Ja. Da bin ich wirklich gespannt. Aber also die Hotels, die legen schon sehr viel Wert, nur so lokale Sachen hier anzubieten. Das ist krass, ja. Und hier wächst halt auch krass viel. Ja. Vor allem Obst. Das ist sehr geil. Ist sehr nice. Ja. Aber ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir holen uns jetzt ein Taxi und fahren jetzt 20 Minuten zum Supermarkt, zum nächsten großen. So, Friends, wir sind jetzt im Taxi. Die Fahrten hier sind übrigens immer sehr, sehr dynamisch. Schwierig, weil die Leute hier sehr, sehr schnell fahren und die Straßen kaputt sind und mir wird wirklich jedes Mal schlecht. Do you know how banana tree look like? Banana yes. Tree? Yeah, we already saw them. Ja, wir fahren jetzt ungefähr 20 Minuten und zahlen so, wie viel war das jetzt? Hin und zurück 1800 durch 50 waren 30,36 €. Ja, ist jetzt nicht super günstig, wie in manchen anderen südlichen Ländern. Ja, ich glaube, Benzin ist allgemein überteuert. Aber ja, Benzin ist hier teuer und ja, aber es ist vollkommen okay. Und wir sind schon mal gespannt. Wir wollen auf jeden Fall den Supermarkt abchecken, vielleicht noch irgendwelche anderen Läden und vielleicht auch noch was Veganes zu essen finden. Mal schauen, was wir finden. Also wir haben uns erstmal ein bisschen was zum Snacken geholt. Bevor wir dann wieder fahren, wollen wir noch einen größeren Einkauf machen. Aber das ist erstmal unsere Snack-Auswahl.
Die sahen ganz lecker aus. Dann, oh mein Gott, Leute, vegane Ferrero Balls. Da gab es auch noch so Snickers und Twix und so ein Stuff. Das, da bin ich gespannt. Dann dieses Getränk, das hatten wir schon mal in Dubai, glaube ich. Das ist richtig geil. Dann gab es einfach Mirinda mit Vanillegeschmack. Und dann noch so ein Sparkling Water mit Geschmack. Und haben jetzt uns auch gerade noch ein Bubble Tea geholt. Und dann gerade noch auf gebratene Nudeln. Was ist das? Chips aus Besan Flour. Ich weiß nicht, was das ist, aber Besan, das ist ein regionales hier. Daraus sind auch diese anderen Chips gemacht. Die gibt es hier überall. Ah! Kichererbsenmehl. Was Lokales. Ist das so, oder? Weckt das hier? Weiß ich nicht, aber diese Chips aus Kichererbsen gibt es hier überall. Ja. Also wir haben jetzt hier lange nach was Veganem gesucht. Wir haben jetzt einfach so gerade eine Nudeln bestellt, extra ohne Ei und nur mit Gemüse. Sieht aber gut aus, finde ich. Aus. Und? Bisschen trocken, aber gut. Lecker. Ich teste jetzt auch die Nudeln. Ich muss das Mirinda mal mit Vanille-Flavor, das sah sehr komisch aus. Mit Vanilla. Sieht aus wie Sprite. Ich mag so süße Sachen. Das ist komisch, Geschmack. Doch, wie Sprite, aber der Nachgeschmack ist mit Vanille. Das ist strange. Etwas laut hier. Ich fahre hier alle durch die Gegend. Okay, ich teste jetzt auch. Okay. Das ist weird. Aber es schmeckt. Kommt der Teig. Schmeckt echt nach Vanille. Krass. Aber die Preise hier sind echt ein bisschen sehr unterschiedlich. Ja, ist krass, ne? Im Supermarkt war es relativ teuer für die Verkäufer. Also es war eigentlich so wie in Deutschland. Aber auch schwierig, man verliert den Überblick schnell, weil die Währung 1 zu 50 ungefähr ist. Ja. Also man hat das, nicht so das Gefühl dafür, aber so grob war das so nicht viel günstiger. Vielleicht so 30% und vielleicht, 20% günstiger. Dass die Leute hier ein durchschnittliches Einkommen von 500 Euro oder so haben. Das ist Mindestlohn, vielleicht haben die doch mehr. Mindestlohn, ja. Aber die Leute, die hier einkaufen, sind vielleicht auch ein bisschen wohlhabender. Und das zum Beispiel, diese Portion kam halt einfach nur 2,50 Euro. Das ist günstig. So, wir probieren jetzt diese veganen Ferrero Balls. Yes. Bin gespannt. Ich hoffe, das geht auch mit, weil es so warm ist. Richtig nice. Man merkt ja schon, dass sie so auf Healthy gemacht sind. Also auf Datteln. Steht auch drauf, also Healthy Bites. Jo, hier sind die gerade nochmal in so einem Klamottengeschäft und Johanna musste sich unbedingt wieder Sachen angucken. Ich weiß nicht. Sieht aus wie so eine Öko-Frau, oder? Ja, sieht ein bisschen aus wie die, wo wir die besucht haben. Die Blumenfrau da. Die Blumenfrau mit diesem Organic-Kram. Ist schon süß. Ja, aber nee. No, hier no. Gut tragen, ja, aber bei uns nicht. Nee, wir kaufen hier nichts. Ausziehen. Zurück. So, wir haben jetzt nochmal unseren richtigen Einkauf gemacht, den wir jetzt mit ins Hotel nehmen und dann zeigen wir euch da alles, was wir gekauft haben. Hello Friends, hello aus Mauritius. Hello. Wir waren heute in einem Supermarkt hier auf Mauritius und wollten für euch die veganen Lebensmittel abchecken. Wir sind jetzt schon wieder etwas länger zurück im Hotelzimmer und haben für euch den Haul von dem Supermarkt abgefilmt. Und jetzt sollen wir gleich noch ein bisschen zum Strand gehen. Aber vorher dachte ich, ich zeige euch mal noch unser Zimmer, weil das sehr, sehr cool und groß ist. Also hier kommt man rein. Hier ist eine Garderobe. Und hier kommt man direkt ins Bad, das ist auch wirklich ziemlich groß. Wir waren ja vorher in zwei anderen Hotels, wo die Zimmer wirklich viel, viel kleiner waren. Wir haben sogar zwei Waschbecken, Badewanne, da ist die Toilette, Dusche, auch sehr groß. Ja, dann geht's hier in das Zimmer. Es ist sehr unaufgeräumt, weil wir unsere ganzen Sachen überall hingeschmissen haben, aber es ist einfach riesig. Wir haben so viel Platz. Da hinten sind unsere Koffer. Und hier ist unser Bett. Mega schön. Welches Zimmer gefällt Ihnen am besten? Das hier. Ja, ne?
Wir haben auch die beste Kategorie bekommen. Mhm. Mit der besten Aussicht ebenfalls. Hier ist unser Balkon. Hier ist auch direkt der Strand, wo wir auch reservierte Liegen haben, quasi für das Zimmer. Jedes Zimmer hat eine Liege, wo wir jetzt gleich auch hingehen werden. Da werden wir jetzt hingehen. Und ja, das ist echt mega schön. Hier ist auch noch eine Hängematte, sehr cool. Und ja, jetzt gehen wir zum Strand, oder? Ein bisschen chillen. Yes, endlich. Da ist auch ein riesiger Pool, aber da sind sehr viele Kinder. Das ist das erste Mal in dem Hotel, dass Kinder erlaubt sind. Man merkt echt schon einen krassen Unterschied. Ja, ne? Von der Holzstärke ist schon ganz anders so. Besonders beim Essen halt. Ne? Das sind jetzt richtige Deutsche, die jetzt hier nur noch in Adult-Only-Hotels wollen. Und hier geht's direkt zum Beach. Wir haben hier unsere eigenen Beanbags. Das ist schon sehr nice. Wir nur unsere Zimmer reserviert, die immer frei sind. Das ist sehr cool. Und da sind auch schon unsere. There we go. Oh shit, das ist natürlich jetzt blöd. Wildmäßig haben wir uns eine Kokosnuss vom Baum geholt und aufgeschlagen. Mhm. Und einen Strohhalm gefunden im Wald, auch beim Müll. Aber so nice, dass sie hier einfach frische Kokosnüsse haben. Können wir uns jetzt jeden Tag holen. Und die ist einfach riesig. Wir hatten gestern auch schon eine, die war ein bisschen kleiner. Die ist einfach so groß wie dein Kopf. Und man kann die trinken und dann kann man wieder zurückgehen und dann wird die aufgeschnitten. Man kann das Fleisch auch noch essen. Und die 1000 Kalorien sich gönnen, wenn man möchte. Sehr nice. Also, Friends sind jetzt beim Abendessen. Wir sind heute in einem italienischen Restaurant. Die haben einfach 10 Restaurants in diesem Hotel. Und es gibt halt Pasta. Wir hatten eigentlich auf Pizza gehofft, aber leider gibt es keine Pizza. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, es wird gut. Wir haben jetzt als Vorspeise Bruschetta. Sieht ganz gut aus, hast du schon probiert, wie ist es? Lecker, ja. Als Brot ist es hart. Und dann haben wir noch Pasta und Lenny hat noch eine gefüllte Aubergine. So, how are you? You're good? How was your day? Unser Hauptgang ist Pasta. Es gab jetzt nicht so die große vegane Auswahl. Ich glaube, es gab noch eine zweite vegane Pasta. Aber das ist okay. Pasta habe ich auf jeden Fall mal wieder Bock. Ist sehr nice. Und uns wurde gesagt, dass die Portion ein bisschen größer ist. Er hat gesagt, nee, nur ein Hauptgericht, weil die Pasta ist so viel, ist natürlich. Ja gut, das ist für Lenny ein bisschen eine Kinderportion. So Leute, wir sind jetzt auch wieder auf unserem Zimmer und wir dachten, wir gehen nochmal live. Richtig gut, wir sind jetzt richtig im Flow. Wir waren ja heute Mittag auch schon mal live. Baby, kannst du da mal bitte gehen? Und wir haben nicht so viele Zuschauer, aber wir lieben es trotzdem. Ja, nur 20 Zuschauer, das ist traurig ein bisschen. Holt mal mehr Leute hier rein. Und liked am besten.